Hallo Freunde! Viele haben sich gefragt, ist der Schauspieler, der Juri Boyka im Kino spielt, ein echter Kämpfer, der Kampfkunst beherrscht? Oder einfach ein Turner, der nur vor der Kamera schön seine Arme und Beine bewegt? Scott Adkins ist ein talentierter englischer Schauspieler, der eine brillante Karriere hingelegt hat und dank seiner glänzenden Rollen in bekannten Actionfilmen weltberühmt geworden ist. Einen besonderen Platz darunter nimmt die Filmreihe Undisputed ein, in der Adkins den russischen MMA-Kämpfer Juri Boyka darstellt. Dank dieses Filmcharakters interessieren sich immer mehr Leute für MMA und einige haben Martial Arts begonnen. Er ist einer der Hauptförderer der Martial Arts im 21. Jahrhundert. Doch wer ist er in Wirklichkeit? Sein Charakter Juri Boyka nennt sich der beste Kämpfer der Welt. Und bei seiner Größe von 178 cm und einem Gewicht von 86 Kilo sieht Adkins in der Rolle von Boyka wirklich gruselig aus und seine Technik kommt der Vollkommenheit nahe. Die Filmszenen in Undisputed gehören laut vielen Kritikern zu den spektakulärsten im Genre. Wie ist es dem Schauspieler also gelungen, so ein Ergebnis zu erreichen und warum scheinen die Kampfszenen so beeindruckend? Wir versuchen diese Fragen in unserem Video zu beantworten. Der Schauspieler Scott Edward Adkins wurde 1967 in der Stadt Sutton Coldfield in England in eine Fleischerfamilie geboren. Die Eltern John und Janet Adkins haben viel Zeit und Aufmerksamkeit in die Erziehung von Scott und seinem älteren Bruder Craig gesteckt. Sie haben danach gestrebt, dass ihre Jungs zu richtigen Männern werden. Scott lernte im College Bishop Wesley aber nicht nur akademische Dinge, denn er schaute am liebsten bis spät in die Nacht Actionfilme mit seinen Lieblingsschauspielern Jackie Chan, Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme. Deshalb kam er oftmals zu spät zum Unterricht und manchmal schlief er auch während des Unterrichts ein. Als Scott dann 10 war, hat sein Vater ihn und seinen Bruder zum Judo gebracht und nach nur einem Training hat der junge Scott sofort verstanden, dass Kampfkünste genau das sind, womit er sich sein restliches Leben beschäftigen möchte. Und bald kam noch Taekwondo hinzu und sein Trainer war Ron Sergio, Mitglied des britischen Verbandes der asiatischen Kampfkünste und nur ein paar Jahre später fing Scott mit dem Kickboxen unter Leitung von Anthony Jones an. Und schon bald erringte er namhafte Erfolge. Mit 14 Jahren besaß er den braunen Gürtel und hätte ein richtiger Champion werden können, wenn es kein Kino gegeben hätte. Denn die Beliebtheit und der Ruhm von Helden aus Actionfilmen hatte Scott nie losgelassen. Also entschied er sich, nicht nur ein Profi im Ring, sondern auch in Filmen zu werden. In der Oberschule hat er sich also im Schauspielclub angemeldet und danach wollte er ein Schauspielstudium an der Londoner Akademie beginnen. Doch leider hat das Geld nur für das erste Jahr gereicht. Mit schwerem Herzen musste Adkins die Akademie verlassen, doch das Schicksal war gütig zum talentierten Jungen und hat ihm einen guten Engel in Person, Stephen Tang Wai, geschickt. Er war der Chef des Stuntman-Verbandes von Hongkong und lud Scott ein, im Actionfilm Mortal Fighters zu spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Adkins nur einige kleine Rollen in britischen Fernsehserien gespielt. Deshalb war die Einladung, in der Heimat der asiatischen Kampfkünste in einem Film mitzuspielen, ein unglaubliches Glück. Nach dieser Arbeit hat der junge Schauspieler, zu der Zeit Meister der Kampfkunst, Besitzer des schwarzen Gürtels in Kickboxen und Taekwondo, viele interessante Angebote von Regisseuren bekommen. In den Actionfilmen Spion wider Willen und Das Medaillon hat er am Filmset den Helden seiner Kindheit, Jackie Chan, getroffen. Und nach der Teilnahme an dem Actionfilm Undisputed 2 wurde er ein Star. Die Zuschauer waren von seinem Filmcharakter, der der Antagonist des Haupthelden war, begeistert und der Erfolg des Filmes hat alle Erwartungen übertroffen. In seinem brutalen Stil waren alle Hauptdisziplinen vom MMA vereint. Taekwondo, Kickboxen und Jiu-Jitsu. Adkins kann alles, was ein universeller MMA-Kämpfer können soll. Um Juri Boyka zu spielen, musste sich Scott am Drehort 14 Stunden am Tag, 6 Stunden die Woche anstrengen. Und dabei durfte Scott das Training nicht vergessen, um so die Muskeln eines Kämpfers im russischen Gefängnis zu erhalten. Adkins trainierte nach einem traditionellen 4-Tage-Plan für Bodybuilder und die anderen 2 Tage widmete er dem Kampfkunsttraining. Das richtige Training und qualitative Ernährung haben es ihm ermöglicht, alle Belastungen auszuhalten und zum nächsten Drehtag wieder fit zu sein.
Selbstverständlich haben Atkins Kampffähigkeiten Aufmerksamkeit auf seinen Filmcharakter gezogen, denn meisterhaft kombiniert er eine Vielzahl von Schlägen aus Kickboxen, Muay Thai und Aikido. So konnte er aus Muay Thai Schläge auf die Beine und seinen aktiven Schutzstil kombinieren. Gleichzeitig hat Yuri einen angreifenden Kampfstil. Er verlässt sich mehr auf eine K.O.-Serie. Dafür kann er viele Schläge des Gegners aushalten, indem er sich vor ihnen schützt und nach einem Moment für einen Gegenangriff sucht. Dann benutzt er eine Hauptkombination aus Kickboxen, um sich so hinter plötzlichen Beinschlägen zu verstecken. Doch seine besten Schläge sind aus dem Taekwondo. Unterschiedliche Schlagkombinationen mit Etagenwechsel, Körper, Kopf, Leiste. Und die Ausführung von diesen Schlägen ist auf dem höchsten Niveau. Nicht umsonst hat dieser Schauspieler die Kampfkünste von seiner Kindheit an praktiziert. Und die Technik, die Boyka benutzt, sieht sehr überzeugend und spektakulär aus. So eine körperliche Form und Talent fielen dem Schauspieler nicht so leicht. Tausende von Stunden im Fitnessstudio, erschöpfende stundenlange Trainings und ein gesunder Lebensstil sind die Gründe, warum Atkins eine so sportliche Form bekommen hat. 4 Jahre später erschien im Kino der 3. Teil von Undisputed, in dem Atkins als erste Geige den entschlossenen russischen Sportler meisterhaft spielte. Und 2016 arbeitete Scott Atkins an dem Film Boyko Undisputed 4. Auf ihren sozialen Netzwerken haben die Schauspieler ab und zu Fotos vom Filmset publiziert, die gleich riesiges Interesse bei Liebhabern von qualitativen Actionfilmen geweckt haben. Übrigens möchten wir auch kurz anmerken, dass der berühmte englische Sportler Martin Ford auch an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Er hatte die Rolle von Koshma, dem Hauptgegner des Filmcharakters von Atkins. Heute zählt die Filmografie des Schauspielers ca. 50 Filme und viele von ihnen sind zu echten Kino-Highlights geworden. Unter anderem spielt er 2007 mit Matt Damon im Actionfilm Das Bourne Ultimatum und ein Jahr danach bekam er die Hauptrolle im Actionfilm Ninja. Eine der populärsten Arbeiten von Atkins ist John in Universal Soldier – Day of Reckoning. Die Premiere fand 2012 statt. Und im selben Jahr spielte der Schauspieler zusammen mit Jason Statham und Sylvester Stallone im 2. Teil des Actionfilms The Expendables mit. 2013 erschien der 2. Teil von Ninja und ein Jahr später spielte er König Amphitryon im Abenteuerfilm Die Legende von Herkules. 2017 erschien der 4. Teil von Undisputed und die Zuschauer haben wieder mit angehaltenem Atem die Kämpfe von Yuri Boyka beobachtet. 2018 konnten die Zuschauer 5 Premieren auf einmal genießen. Scott spielte den Geldeintreiber im Film Payday, den Killer im Film Accident Man und er spielte Rollen im Film Incoming, Karma's War und er macht in der Fortsetzung vom berühmten Deadpool mit. Der Schauspieler, der zu seiner Zeit die Garage von seinem Vater zum Trainingsraum umgebaut hat, hört aber noch nicht auf. Denn man darf denken, dass man beim Marvel Studio einen raschen Karriereaufstieg erwarten kann. Denn die letzten Filme von Marvel haben jeweils mehr als 1 Milliarde Dollar eingenommen. Scott sieht die Dinge klar. In diesem Film habe ich nicht die Hauptrolle. Aber ich hoffe, dass man mich mehr erkennen wird und ich Angebote von großen Studios bekommen werde. Jemand von dem großen Kinobusiness muss mir nur eine Chance geben. Ich bin bereit zu zeigen, wozu ich fähig bin. Und wenn etwas schief geht, bin ich daran schuld. 2019 ist es ihm gelungen, mit dem berühmten IP-Man im 4. Teil zu kämpfen und man konnte ihn in den Filmen Triple Threat, Avengement – Blutiger Freigang und Kidnap sehen. Zur selben Zeit hat er an dem 2. Teil des Actionfilms Payday gearbeitet und die Premiere fand 2020 statt und gleichzeitig erschien Scott Atkins in den Actionfilmen Legacy Old Lies und Max Cloud. Erstaunlich, aber trotz all dem Talent bekommt Scott relativ kleine Honorare, denn die meisten Filme sind Low-Budget-Filme und die Rollen sind eher klein. Dennoch hofft Scott Atkins, dass ihm noch so einiges bevorsteht. Trotz seiner Beliebtheit lebt Scott immer noch im Vorort von Birmingham, nicht weit von seinen Eltern. Dafür gibt es 2 Gründe. Erstens kann er den Lärm und die Eile von Metropolen nicht aushalten. Und zweitens möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Denn im Frühling 2011 hat seine Partnerin Lisa ihre Tochter Carmen Gabriela geboren. Und Scott vergöttert seine Tochter. So hat Scott aufgehört, Computerspiele zu spielen, um mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können. Und das Paar hat noch einen Sohn, Joshua. Und wenn er doch einmal Zeit außerhalb seiner Familie findet, widmet er sich dem Schauspielen und dem Sport.
Das war's für heute, liebe Freunde. Wenn ihr unser Video interessant fandet, dann liked es doch bitte und schreibt in die Kommentare. Bis bald!